Ui, okay, ich wollte ja eigentlich bei der BVG anfangen, wäre aber auf. Nee, also ich habe in der letzten Folge schon, falls ihr euch erinnert, beantwortet. Nee. Also. Schienenersatzverkehr S5, S7, von mir aus. Aber bitte auch nur Schienenersatzverkehr. Als Linienfahrt? Nein, danke. Nee. Nee. So, ich muss mal ganz kurz gucken, ich muss mal ganz kurz rechnen. Wir müssen Sonntag 23.54 Uhr ankommen. Wir haben Ankunftszeit aktuell. Wir haben Ankunftszeit aktuell. Siehst du, den Ort hier nehmen wir jetzt zum Beispiel nicht mit, aber ist auch nicht so schlimm. Irgendwann fahren wir nochmal hier rüber. Sicherlich, aber ich wollte erstmal, ne, hier unten sind 1, 2, 3, 4 Orte. Ansonsten würden wir halt nur einen einzigen Ort mitnehmen und das wäre ein bisschen kacke. Danach schwimmt der Bus im Bier. Auf deinem S5 SEV wahrscheinlich. Also, ja. So, Sonntag. So, ich bin aber mal weg.de, okay? Als Frühaufsteher ist das eine ordentliche Uhrzeit. Viel Spaß noch, war lustig. Ja, danke. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht, Fabi. Viel Spaß. Und eine erholsame Nacht vor allem. Ich fahre hier jetzt noch ein bisschen. Ein paar Stündchen. So. So, wir haben Ankunftszeit 4.38 Uhr. Sonntag. Also einmal schlafen, zweimal schlafen kriegen wir locker hin. Ja, will morgen fit sein, dass ich einen Kumpel während des Dienstes nerv. Ja, okay. Kannst du gerne machen, ne? Also. Bei mir mitfahren, ich habe dazu meine Meinung schon gesagt. Gut. Andi? Ist? Okay, ich weiß jetzt nicht, wer Andi ist. Herzlichen Dank, Dito. Gut. Andi. Andi Bank! An die Wand. Okay, ja, wir wollen jetzt nicht rechtsradikal wirken, ne? Das hast du jetzt geschrieben. Das habe ich nicht geschrieben. Also. Nee, nee. Nein, nein. Das habe ich nicht geschrieben. Ob ich das befürworte, es steht in den Sternen. Ist in Ordnung. Ich hab noch die Bremse gedrückt. Ich hab sie zu spät gedrückt. Jo, Unfall, geil. Juhu. Frage, ist die Fracht beschädigt? Nein. Gut. Junge, was fällt dir ein? Siehst du nicht, dass ich komme? Bam, ab in Kreisverkehr rein. Toll, jetzt hast du einen weiteren Unfall gebaut. Happy Birthday. Ich fahr mal los, wa? Sind wir jetzt wieder abgesoffen? Wir haben jetzt keinen Unfall gebaut. Nein, nein, nein. Die Polizei war doch hier gleich um die Ecke. Deiner Yacht geht's gut. 0%. Ja, also 1% ist
Ist ganz normal. Verschleiß. Verschleiß. Passiert. Ganz normal. Einmal ist keinmal. Genau. Alles ist nie was passiert. Warte mal, ich muss mal gerade. Okay. Ist auch nie passiert, dass du die Yacht an der Tankstelle liegen lassen hast. Shani, die ist doch hinten drauf. Was hast du denn? Also, dass man für so eine. Also, Entschuldigung, aber dass man für so eine Baustelle hier eine Ampel aufstellt. Also, Entschuldigung, ich sehe doch, ob jemand entgegenkommt. Wenn nicht, dann fahre ich halt los. Aber gut. Ich hoffe, die Schramme hat die Form seiner Unterschrift. Nee, das ist kein Strich. Das ist kein Strich. Also, also ich habe schon für mein Pseudonym Fanto habe ich schon eine Unterschrift, auf jeden Fall, ja. Aber die Unterschriften. Nein, das sprichst du jetzt. Das hatten wir in der letzten Folge. Das Thema ist gegessen. Wir wollen doch nicht, dass Unterschriften Geld kosten. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Das wollen wir nicht. Nein, nein, das Thema ist vorbei. Das Thema ist gegessen. Wir wollten über männliche Brüste reden, aber das haben wir immer noch nicht getan. Ich stoß gerade so oft auf. Was ist denn los? Fantos Unterschrift, Strich. Nein. Fantos Unterschrift, die hat sich vor vielen Jahren damals entwickelt. Ich habe ja schon Fanto als Name sehr oft. Hier ist keine Schramme. Guck da. Da ist, also müsst ihr ein bisschen in die Spiegelung gucken. Da ist nichts. Da. Guckt euch an. Spiegelglatt alles. Da ist doch keine Schramme. Erzählt mir nichts. Fabi, guck dir die Yacht an. Ja, guck sie dir an. Alles kaputt. Alles kaputt. Mann, da gleich eine Feststellbremse und lass die Yacht hier im Tunnel liegen. Also weiter. Pass auf, dass. Ja, ja, Fabi. Begutachte deine Yacht sehr gut. Wenn sie dann angekommen ist. Begutachte sie sehr gut, ja. Also, wie gesagt, die Fracht hat keinen einzigen Prozent Schaden. Ja. Ich wollte eigentlich vor 5 Minuten gehen. Ihr seid. Also, du hast schon längst Tschüss gesagt. Also, mein Bier ist das nicht. Eine fette Delle, oh, Junge, das wird teuer. Ja, wir hatten ja vorhin die Preisklasse angesprochen. Die sind nicht gerade billig, die Dinger. Achso, ich will erstmal übrigens gerne für YouTube. Ich würde hier oben in Östersund, wahrscheinlich müssen wir da die nächste Pause einlegen. Und da müssen wir mal gucken, ob es sich zeitlich lohnt, noch eine Pause mindestens einzulegen. Dann würde ich nämlich hier oben rüberfahren einfach. Also entweder fahren wir hier rein und so, oder vielleicht reicht auch hier. Weil das hier wäre ja nochmal ein Umweg, hier rüber zu fahren, anstatt hier gleich durch. Und dann über Östersund. Ach Quatsch, Östersund sage ich schon. Ulu, Vliet und vielleicht auch hier rüber. Müssen wir alles gucken. Also wie gesagt, in Östersund werden wir wahrscheinlich die nächste Pause einlegen müssen. Vielleicht sogar schon in Trondheim, das glaube ich aber nicht. Und ja, ich habe immer übrigens immer noch nicht begriffen, wie lange Pause eigentlich nun in ETS 2 ist. Ob es nur 9 oder 10 Stunden sind, keine Ahnung. Ich rechne immer mit 10 Stunden, lieber mehr als zu wenig. Kannst du bitte was von Rammstein anmachen? Nee, ich würde ja am liebsten, also muss ich selber leider anmachen, weil damit hätte ich dann, also ich werde die Folgen auf YouTube bringen. Und von den Songs, den ich aktuell weiß, ich weiß, dass die urheberrechtlich schon sehr kritisch sind. Das Geld, was ich auf YouTube verdienen würde damit, ich verdiene auf YouTube damit kein Geld, würde theoretisch an den Creator gehen. Aber ich habe schon einen Song irgendwie, war irgendein Song von Lady Gaga. Da wurde das ganze Video gesperrt. Da habe ich dann schon, und das will, also mit Rammstein weiß ich, dass Rammstein auch sehr erpicht darauf ist, ihre eigenen Songs. Ich will keinen. Also muss ich leider selber anmachen. Ich würde auch am liebsten Rammstein hören, aber ich glaube, die Musik würde jetzt hier überhaupt nicht zu passen. Ich will lieber so ein bisschen entspannte, so Epic Music, so wie es aktuell auch an ist. Ja, am liebsten würde ich es, aber ja. Wie gesagt, ansonsten kommt mir YouTube mit einem Copyright-Claim und dann ist die ganze Folge gesperrt. Dann müsste ich die ganze Folge auf stumm schalten und darauf habe ich überhaupt keine Lust.
ein bisschen ASMR für euch, ne? Für die ASMR-Freunde unter euch, die auf YouTube vielleicht gerade auch zuschauen. Also Marvin, jetzt da wir alleine sind, hast du eine Frage? Wird bestimmt lustig, wenn ich Busfahrer bin und in irgendeiner Pause habe und dann ein Fanto als 59. Kann passieren, kann absolut passieren. Also halte ich nicht für ausgeschlossen. Absolut nicht. Kann absolut passieren. Übrigens, der Busfahrer, ne? Substantiv maskulin, der Fahrer des Busses, ist seit 1973. ich hab das automatisch. Es ist, ab und zu finde ich es geil. Also, natürlich, wenn dann Busfahrer die ganze Zeit gespammt wird. Es geht um den Beruf des Busfahrers, ne? Die ganze Zeit kommt immer wieder. Wird immer wieder Stream Elements diesen Satz schreiben. Immer, immer wieder. Verspreche ich dir. So, wir sind in Otter angekommen. Man kann es auch übertreiben. Bitte rechts halten. Übrigens, ne, wenn du Ausrufezeichen Instagram schreibst, dann wird ein bisschen Werbung abgespielt, ne? Dann kommt nämlich mein Instagram. Oder wenn du alleine schon Insta schreibst, das reicht, glaube ich, schon. Also wenn du schreibst, ey, deine Insta-Story fand ich geil, dann wird wahrscheinlich ein Text aufkreuzen mit meinem Profil. Hashtag Werbung! Folgt mir auf Insta! Siehst du? Wenn ihr jetzt, müsst jetzt lügen, Ausrufezeichen TikTok zusammengeschrieben, müsste auch TikTok erscheinen. Wenn du Ausrufezeichen Twitch schreibst, was total bescheuert wäre. YouTube, siehst du YouTube auch, ne? Werbung auf YouTube, die aktuelle YouTube-Folge, ne? Die läuft ja auf YouTube, ne? Lasst bitte kein Abo da, spendet mir bitte kein Geld, dankeschön. Ja. Die Texte habe ich auch selber eingetippt. Wenn dir das hier zu langweilig ist, ja, dann kannst du auch mal hier vorbeischauen. Ist noch langweiliger. Viel Spaß. Was Abo und Geld? Auf YouTube hast du mich, glaube ich, abonniert. Und Geld, keine Ahnung. Hast du mir ja schon gegeben. Also reicht auch, danke. So, ich hatte eigentlich Ziel gesetzt, mir Sonntag 4 Uhr, aber irgendwie, wir sind hier gerade so auf einer Landstraße, es ist absoluter Scheiß hier gerade. Ich folge dir überall, es ist schlimm. Selbst auf Telonym? Gott, oh Gott, oh Gott, was sind das hier für Straßen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, ich bin und das, oder, und das, obwohl ich nicht gläubig bin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Selbst auf Telonym folgt. Mann, 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 Mann. Folgst du mir auch auf Porn? Aber gut, wenn du überall schreibst, dann wahrscheinlich auch da. Ja, und sonst so? Lalala. Willkommen im Donbass. Okay. Ja, mein Schatz. Mach ich, mein Schatz. Mach ich, mein Schatz. Ja, ich hab Porn. Oh, natürlich. Oh, da krieg ich extra Geld. Geil, dankeschön. Ich muss mal gerade was gucken, ob das funktioniert. Wenn das funktioniert, dann fress ich einen Besen. Würde ich behaupten, dass ich dann das tue. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es schmeckt.
Ich bin gerade während der Fahrt am Handy. Und die Polizei ist da vorne, die sieht das bestimmt nicht. Fuck. Hat nicht funktioniert, schade. Ich dachte, das funktioniert. Ich dachte, ich hätte das eingestellt. Weil da kommt eigentlich ein witziger Spruch, aber ich weiß gerade nicht, wie das sonst heißt. Wird's klein geschrieben? Warte mal. Mit Handy am Steuer. Ist nie passiert. Ist nie was passiert. Ich muss jetzt gerade. Only Fans. Funktioniert nicht. Bin ich bescheuert oder was? Kommen da Bilder von dir, wie du. gib mal auf TikTok ein. Wie heißt denn der? Norwegian Driver oder. Norwegian Bus Driver oder irgendwie sowas. Der macht richtig geile TikToks darüber. Also, der macht das. Also, der tanzt wirklich. Fuck, wie heißt denn der? Dem habe ich doch erst letztens ein. Ein TikTok geliked. Fuck. Nein, ich bin nicht schon wieder am Steuer. TikTok. Fuck, warte mal. 72 folge ich. Norway Rob. Norwayrob. Der ist Busfahrer. Der macht so fucking geil. Ich muss jedes Mal lachen. Jedes Mal, weil. Die Sounds passen dazu absolut. Also Norway Rob, absolut empfehlenswert. Richtig geiler TikTok-Kanal über Bus, genauso wie Herr Busfahrer und ähnliches. Richtig, richtig, richtig geil. Absolut, absolut, Jetzt guckt wahrscheinlich Marv. Norway Wop? Wer ist denn Norway Wop? Aha, wer ist denn das? Und sieht gerade dann die TikToks und dann so sitzt er mit offenem Mund. Gerade vorm Handy und denkt sich, what the fuck gucke ich mir hier gerade an? Kann ich mir vorstellen. Herr Bus. Du darfst nicht so oft Busfahrer schreiben. Herr Busfahrer fetzt aber natürlich, absolut. Mit dem habe ich auch ab und zu mal auf Instagram geschrieben. Ich habe schon mit vielen berühmten Persönlichkeiten gesprochen. Ja, ja. Zum Beispiel auch Herr Busfahrer. Ich habe auch mit einem Busfahrer geschrieben. Dich. Kann nicht sein. Ich fahre hier gerade LKW. Kann absolut nicht sein. Also das müssen Fake News sein. Sag mal, Marvin, musst du nicht langsam mal ins Bett? Ich meine, wir haben es jetzt Montag 1 Uhr oder so. Ach, Montag sage ich schon. Dienstag 0.53 Uhr. Also wird langsam mal Zeit, ne? Im Spiel haben wir es gerade Samstag knapp 3 Uhr, ja. Wir sind schon wieder zu schnell unterwegs. Bin ich dann eine berühmte Persönlichkeit, wenn du mit mir geschrieben hast? Bin ich der berühmteste mit dem, also in Anführungsstrich der berühmteste, also von der Anzahl der Follower her, mit dem du geschrieben hast? Oder gibt es wahrscheinlich noch Leute mit dem, garantiert.
Also ich habe ja gerade mal irgendwas mit 250 Follower, was überhaupt nicht viel ist. Was auch nicht schlimm ist. Also reicht mir absolut. Ich bin zufrieden mit 250 Follower und wird auch aktuell eigentlich nicht mehr. Entfolgen mir auch einige, was auch absolut verständlich ist. Ich meine, wer Sarkasmus versteht, also... Oh, Sandmann vorbei, Mist. Ja, ab ins Bett mit dir. Bundeswehr. Mit der Bundeswehr hast du geschrieben, okay? Cool. Tja, Sandmann vorbei, ab ins Bett mit dir, ne? Wird Zeit. Sind wir schon in Finnland? Gibt's diese gelb-blauen Pfeile? Ach, Finnland sag ich schon. Schweden, meine ich. Finnland ist in einer Grenze zu Russland. Ne, ich bin 19 Jahre, ich muss nicht pennen. Busfahrer. Yeah! Vielleicht reagiert auch nicht so oft, vielleicht reagiert nur alle 5 Minuten. Ich habe da irgendwas sicherlich eingestellt. Dass der es nicht ganz so oft. Dass man sich ganz so oft posten kann. Nun komm, trau dich! Nicht nachmachen. Gefühlt fahren wir die letzten YouTube-Folgen nur noch in Skandinavien rum. Also wir waren ja auf den Färöerinseln, wir waren in Norwegen, Schweden, wir waren auch kurzzeitig in Finnland. Wir waren seit gefühlt einer Woche nicht mehr in Deutschland, also im Spiel hier. So, hier wird es schon um 4 Uhr hell. Ja, wir sind ja hier im Nordpolarkreis. Und ich glaube, ich werde irgendwann mal, wenn ich die Mod finde, die Wintermod anmachen. Ich weiß nur gerade noch nicht, wann die... also noch ist es, denke ich mal, auf YouTube selbst noch nicht so weit. Die Folgen kommen ja hier nach Star Wars. Aber irgendwann werde ich die sicherlich anmachen. Zockst du auch Bussimulator? Nee, OMSI 2? Nee, absolut nicht. Also habe ich schon auf Instagram geschrieben, die Grafik spricht mich da nicht wirklich an. Also mag zwar auch wirklich cool gemoddetes Spiel sein, mit auch sehr vielen Bussen und so, aber das Spiel muss, also das hier zum Beispiel ETS, ne, das muss mich grafisch ansprechen. Und das spricht mich grafisch an, absolut. Bitte nicht nachmachen. Also das hier, das Überholmanöver hier gerade. Aber ja. Aber ich habe zum Beispiel Flixbus-Fernbus-Simulator habe ich schon gezockt. Wo ich es ein bisschen komisch fand, dass du viel zu früh an den Zwischenhaltestellen mal angekommen bist. Und auch viel, also die standen, alle Fahrgäste standen schon da. Also es waren mit den Zeiten irgendwie ganz, ganz komisch. Aber da kann ich einen YouTube-Kollegen empfehlen, Kalle. Kalle Kuschinski. Der macht sehr witzige Videos. Im OMSI-Simulator mit Mauzi, ne? Wissen Sie, wie meine Katze heißt? Mauzi! Der hat ja auch einen richtig guten Song dazu gemacht. Kalle, ich habe eine Katze, die heißt Mauzi. Ja! Ja, hast du, ja? Wie heißt sie denn? Heißt sie Mauzi? jeder Fahrgast, deren Katze heißt Mauzi. Das ist unglaublich. Wir haben so viele Katzen, die heißen alle Mauzi. Oder die besitzen alle dieselbe Katze, Mauzi. Also, weiß ich nicht. Kann natürlich alles sein, ne? Hier ist ein Foto meiner Katze. Hm. Ja, ja. Ja, ja. Das hat mir ein Busfahrer auch noch nie, ein Busfahrer sag ich schon, so durch bin ich schon. Er hat mir ein Fahrgast auch noch nie irgendwie ein Bild vor der Nase gehalten. Hier, das ist mein Sohn.
Ja, und schön. Und jetzt? Also ich habe Tatsache schon erlebt, ich habe schon zwei oder dreimal verwechselt. Da ist bei mir eine Person eingestiegen, die zuerst männlich aussah. Dreimal durfte raten, ob sie auch männlich war. Bestimmt. Ich habe so hier ihr Kind, dessen Fahrausweis ist schon abgelaufen oder irgendwie sowas. Sie hatte so ein E-Ticket, hat es da oben raufgelegt. Und ich so zu der Mutter dann, ja, ihr Sohn, dessen Ticket ist schon abgelaufen. Ach so, ja, wir haben schon ein neues bestellt. Aber vorher, bevor sie gesagt hat, ja, das ist aber meine Tochter. Ich habe ganz große Augen gekriegt, ich war auf einmal, ich habe meine Schnauze erhalten. Also, ja, also, das hatte so kurze Haare und sah auch aus wie ein Junge. Also, ich kann ja, ich wollte ja auch nicht judgen oder so. Ne, aber, oh, das sah der auf einmal aus wie ein, also sie sah auf einmal aus wie ein Junge. Das war auch überhaupt nicht böse gemeint oder so, aber das hat die Mutter anscheinend so aufgegriffen. Ja, und dann, ja, Hände über dem Kopf. Halt, warte mal, wo fahren wir denn jetzt hin? Fahren wir jetzt erst mit einer Fähre? Nein! Nein! Ach komm! Ach komm! Wir fahren jetzt nicht das kurze. Da kann man nicht eine Brücke bauen! Da kann man nicht eine Brücke bauen! Der Arbeitgeber wird sich da auch nur denken, ey, sag mal, wo fährst du denn lang? Du hattest doch von da nach Ber da musst du einfach über Bergen, über Oslo, bla 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 und dann ab nach Vasa. Ja, das ist doch nicht so schwer. Und ich mache hier einen riesen Umweg. Der wird sich auch wahrscheinlich denken, ich bezahle doch nicht die Fähre. Bist du bescheuert? Aber ich glaube, der wird sie bezahlen. Oh Gott. Ich merke mir mal meinen Kontostand von circa 190.000. 190.000 sag ich schon. 150.000. Gut, wir werden jetzt also mit einer Fähre ganz kurz fahren. Fante, du alte Gulaschkanone, ich will ein Abo geben, aber warum? Weiß ich doch nicht. Ach so, ich weiß warum, weil ich noch kein YouTube. Quatsch, YouTube. Auf YouTube kannst du mir noch ein Abo geben, was hast du denn? Weil ich noch kein Twitch-Dings bin hier, kein Twitch-Affiliate, irgendwie sowas. Und deswegen geht das nicht. So, was jetzt hier? Können wir mal losfahren? Oder pennen die da drinnen? Ich überhole die jetzt einfach. Ja, die stehen hier einfach nur so rum. Weil ich noch kein Twitch-Partner bin. Jetzt habe ich das Wort endlich gefunden. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen: darüber, da kann man keine Brücke bauen. Gut. 35 Minuten, 90 Euro, wird durch den Arbeitgeber bezahlt. Danke dir. So, hat er jetzt wieder. Okay, hat er nicht zurückgesetzt. Du alte Gulaschkanone. Gib dir gleich Gulaschkanone, mein Freund. Dienstleistung anzeigen. Taste 10. Das war ein Screenshot. Was für Taste 10? Es gibt keine Taste 10. Es gibt nur eine Taste 0. Es gibt keine Taste 10. Was zum Teufel? Egal. Da will der mich jetzt monatlich mit einem Beitrag unterstützen. Sag mal, wo leben wir denn hier? Alter, was denn das hier für eine Scheißkurve? Wollen die mich verarschen? Wie soll man denn die mit. Also mal ganz kurz, ne? Wie soll man denn die mitnehmen? Der kann sich ja nur ein Schild umsemmeln. Oder muss über den Bordstein fahren und das ist absolut. Ah, Vorfahrtsschild fast mitgenommen. Millimeterarbeit.
Muss mal ganz kurz gerade hier raus. Gut, dass das Schild jetzt im Dings war, dafür kann ich nichts. Aber ich hab's nicht berührt. Also, die Fracht ist noch heile. Und also die Fracht, also, ne, hat keinen Schaden genommen. Also, wer auch immer sich den Scheiß hier einfallen lassen hat, ne? Oh Gott, ey. Das ist ja. Wie willst du denn hier ordentlich raufkommen? Auf die Straße. Du kannst ja nur alle Schilder mitnehmen. Wer hat sich den Scheiß einfallen lassen hier? Boah, Iveco, voller Lenkrad-Einschlag. Boah. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Das hat jetzt alles Zeit gefressen hier. Vermeidbare Zeit. So, der Marvin ist jetzt ziemlich ruhig geworden. Ich glaube, der ist jetzt einfach müde. Ich habe ihm ja gesagt, er soll sich jetzt endlich mal ins Bett legen. Geld zu spenden kostet natürlich auch Anstrengung, ne? Also das ist natürlich auch was Psychisches. Jemandem Geld zu spenden ist absolut unnötig. Wie gesagt, ich verdiene viel zu. Ne, ich schaue noch zu. Ich hab. Ja, cool. Hey, ha, hi, na? Wie geht's dir? Cool, ne? Wir haben nicht schlecht über dich gesprochen, nein. Also wir ist die YouTube-Community und ne, also wir haben nicht schlecht über dich gesprochen und auch nicht hergezogen. Nein, nein. Nein, nein, alles gut. Also, Marvin, jetzt sag doch mal, jetzt stell doch einfach mal eine schöne Frage. Einfach mal, ne? Vielleicht hast du ja eine Frage an mich und keine Ahnung, wie oft bist du kacken am Tag? Einmal. Entschuldigung. Oh, was ist denn das hier? Ist irgendeine Kamera? Warte mal. Na, Moment, liebes Navi. Also die 3 Minuten nehme ich mir mal kurz. Was ist denn das hier für ein Kamerasymbol? Ja, Moment. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende rechnen. Machen Sie eine Kehrtwende. Aha. Molde. Aha. Cool. Gefällt mir. Sind zwar gefühlt alles dieselben Yachten. Marienstraße. Ist eine Haltestelle in Rüdersdorf. Oder meinst du Marienstraße? So, und der Dauerliker ist wieder da. 1:08 Uhr. Sag mal, habt ihr nichts Besseres zu tun als bei mir im Livestream? Oh, Tesla, hallo? Eines meiner vielleicht zukünftigen Autos. Und ein Friedhof. Ob das jetzt zusammenhängt miteinander, das möchte ich jetzt nicht beurteilen, ne? Ihr könnt. Ich will nicht sagen, verpisst euch aus meinem Livestream, aber habt ihr nichts Besseres zu tun? Vielleicht schlafen gehen oder so? Nee, ich habe eh frei. Es gibt ja Kollegen oder Leute, ne, die könnten. Nein, das tust du nicht, Marvin! Das tust du nicht! Das tust du nicht! Es gibt ja Kollegen, die fahren dann noch bei, also die haben frei und die fahren dann einfach noch bei anderen mit. Ich kann es verstehen, aber ich würde meine Freizeit, also ich würde lieber zocken wollen. Hat er mir gerade einen Mittelfinger gezeigt? Hi, darf ich auch ins Video? Und Ferien. Ist aber wirklich cool. Ah, jetzt sind wir zurück am Hafen. Ist jetzt Dings vorbei? Hat das jetzt 3 Stunden Zeit gefressen? Kann ja sein, weiß ich ja nicht. Cool. Wie drehen wir jetzt hier? Moin! Hallo, kleiner Wolf! Eins. Frage, wie drehen wir jetzt hier?
Ich könnte jetzt hier einfach kurz rückwärts setzen, aber dann habe ich Angst, dass ich irgendwo ansetze und dann müsste ich sowieso über den Rasen fahren. Also, willkommen, kleiner Wolf. Junge, 5 zu. Echt, ja, die anderen werden nicht schreiben, das ist auch vollkommen verständlich. Kleiner Wolf, danke auf jeden Fall für den Follow. Da hinten sieht es nicht so aus, als ob wir da drehen können, ne? Aber wer hat sich denn den Scheiß jetzt einfallen lassen hier? Da muss ich rückwärts setzen. Es war da irgendwie drin. Kriegen wir hin. Nee, andersrum. Nee, doch, andersrum. So, das Schild nicht mitnehmen, ne? Schön über den Bordstein knallen. Gehört sich so. Kommst du aus Rüdersdorf? Nein, ich bin gebürtiger Berliner. Ich bin in Berlin-Kaulsdorf geboren und in Berlin-Marzahn groß geworden. Denk dran beim. Immer schlecht. Ja, es ist manchmal. Ja, wohnst du da? In Berlin nicht. Wohnst du in Rüdersdorf? Ja, jetzt hast, also das ist keine Fragestellung, tut mir leid, also da ist kein Fragezeichen hinter. Kann ich leider aktuell... Ja, natürlich, also ja, ich wohne in Rüdersdorf. Du bist jetzt schon sympathisch, allein weil du mit dem Chat redest und auch antwortest, nicht so wie bei den meisten. Muss ich kurz eingrätschen dazu, ich habe auch Spiele gespielt und gelivestreamt, wo ich auch gefühlt 5 Minuten später erst geantwortet habe. Also ja, ich gebe mir Mühe. Also ich hoffe, das kommt mit der Zeit. Ja, aber ich gebe mir Mühe. Danke auf jeden Fall für das Lob. Ich hoffe, die Musik und alles ist nicht zu laut, nicht zu leise. Fanto, wohnst du in Rüdersdorf? Ah, eine Fragestellung, eine Frage an mich. Ja, Tatsache, ich wohne in Rüdersdorf. Es gibt tatsächlich irgendwo in Rüdersdorf, in irgendwo in Niedersachsen oder so. Und dann nennt sich das Rüdersdorf? Ich glaube, es nennt sich auch Rüdersdorf. Es gibt 2 Rüdersdorfs irgendwie in Deutschland. Und ich glaube, es gibt noch eins in Österreich. Passt alles. Super, danke. Und danke für den Follow, falls ich es noch nicht gesagt hatte. Du bist also im Plattenbau groß geworden. Ich bin so im obersten Stock groß geworden. Im 11. Stock. Ja, diese typischen Plattenbau. Also im 11. Stock. Ich habe ganz oben gewohnt. Ja, und wenn da mal der Fahrstuhl ausgefallen ist, ja, und wir dann Großeinkauf. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Trolleys. oder in dieser, ne? An diese. Nennen die sich Rollis? Ne, Rollis sind was anderes, ne? Diese Trolleys. Dann hat das da richtig Spaß, die hochzuschleppen. In den 11. Stock, wenn der Fahrstuhl ausgefallen ist. Und das ist nicht selten vorgekommen. Also, ja. Ja, moin, lass mal am Marktplatz treffen. Ja, was will ich denn am Marktplatz? Also, bist du gebürtiger Ossi? Natürlich bin ich gebürtiger Ossi, ja. Also, hallo, ich bin auch Berliner, ja. Deswegen Berliner Eck hoch, ja. Also, pass mal auf, mein Freund. Wer hier schlecht über Berlin herzieht, ja. Also, das dürfen nur Original-Berliner, ja. Also, ich darf... Ja, mein Schatz. Ich darf auch über Rüdersdorf schlecht herziehen, weil ich wohne hier, ja? Ich darf das, ja? Aber wenn es jemand anders tut, dann ist schon, hast du ein Problem mit mir. Ich selber darf das, aber andere nicht. Voll der Egoist einfach. Ich bin so ein Egoist. Das hier. Nun kommt sie. Wir haben auch einen Trolley und der Fahrstuhl war heute auch kaputt. Und meine Mutter musste runterkommen und mir und die Sachen ein bisschen im dritten Stock. Dritter Stock geht ja noch, aber wie gesagt, 11. Stock, ne? Also theoretisch, wenn der Fahrstuhl funktioniert hat, mussten wir mit dem Fahrstuhl bis in den 10. Stock. Und mussten noch eine halbe Treppe und noch eine halbe Treppe hoch. Und dann haben wir gewohnt. Das waren noch Zeiten. Oh, hier ist wieder ein Aussichtspunkt. Oh, geil. Wo sind wir denn hier? Überall Aussichtspunkte. Habe ich irgendein Update verpasst, was er jetzt mitten in der Folge reingeschmissen hat, oder was? Stehe ich jetzt auf der Straße?
Egal. Egal. Den Aussichtspunkt nehmen wir auch noch mit. Aber kleiner Wolf, ich kann dich absolut nachvollziehen, dass selbst der dritte Stock dich wahrscheinlich abfuckt. Von daher. Da hat jemand gehupt, da hup ich zurück. Da wollte mich bestimmt nur jemand grüßen. Nicht, dass ich im Weg stehe. Nein, nein, keine Angst. Ja, Berliner Plattenbau, da bin ich groß geworden, ja. Ich hatte damals eine Freundin, die in Rüdersdorf wohnt, wo ich immer bei ihr war, musste ich immer durch Rüdersdorf laufen und das alles. Ich sag mal so, Rüdersdorf hat zwei Assi-Ghettos. Sorry, liebe Rüdersdorfer, das ist aber die pure Wahrheit. Das erste Assi-Ghetto ist Rüdersdorf-Brückenstraße. Das zweite Assi-Ghetto ist Rüdersdorf, damals hieß es noch Schulzenhöher Weg oder Schulzenhöhe oder irgendwie sowas. Aber jetzt heißt es Neue Vogelsdorf. Das ist das andere Assi-Ghetto. Ansonsten, mehr Assi-Ghettos fallen mir gerade nicht ein. Jetzt war niemand Parkplatz. Da war niemand Parkplatz, ey. Stressig. Nun gut. Ich müsste hier mal ganz kurz raus, Kollegen. Ach, die habe ich bei mir auch. Nennt sich Hasseldelle. Okay. Hey, hallo! Der ist jetzt nicht in meinen LKW. Bist du denn das Wahnsinn, den LKW nicht mal ausrollen zu lassen? Ich bin nicht mal losgefahren, du bist in mich reingefahren. Jetzt fahr rückwärts, du dummes Stück. Was bist denn überhaupt? Frau, Mann? Nicht, dass ich jetzt hier nicht, sieht aus wie ein Mann. Meine Fresse, jetzt muss ich hier. Meine Fresse, ist das wirklich ein Bauprojekt aus den 70ern? Das etwas sozial nach hinten losgegangen ist? Wehe, du fährst jetzt wieder an. Muss man eigentlich warm auswendig lernen? Nein. Also bei uns nicht. Also ich weiß von einigen warm, ich weiß aber auch hundertprozentig nicht alle warm. Bauprojekt aus den 70ern. Ein Ghetto ist halt eine Wohnsiedlung, eine Wohngemeinschaft. Und da gibt es halt viel. Vielleicht kennt man Ghettos so aus amerikanischen Dingern. Ist halt sehr asozial, aber auch sehr. Ja, sehr ghettohaft gehalten. Vielleicht sagen die. Wie nennt man das? Diese. Die Slums zum Beispiel in Bangladesch irgendwas. Also so schlimm ist es um keineswegs aber. Ja. Naja, es ist einfach ein bisschen. Also in der Brückenstraße sind zwei Schulen, ist einmal ein Gymnasium und eine Grund- und Oberschule. Und in der neuen Vogelsdorfer ist halt ein anderes Ghetto, ist halt auch Assi-Ghetto. Also. Ja. Das zumindest bekomme ich als Busfahrer. Ich möchte jetzt nicht über die judgen. Natürlich sind es auch ganz normale Fahrgäste, die da fahren, aber. Was man so mitbekommt, ja. Also mir hat mein Fahrer erzählt, ist jetzt nur so, was ich nehme, ich erzähle das jetzt einfach mal, dass er mal in der Linie 951 Brückenstraße, da sind welche eingestiegen, und die Dame wusste wohl nicht, gerade nicht auszusprechen, wo sie hin wollte. Und dann hat sie irgendwie so gezeigt, so irgendwie nur mit dem Finger, und er so, hat er gesagt, ich sehe schon, Schulzenhöhe. Und sie so, ja. Also hat er mir so gesagt, wie er es so berichtet hat. Ist natürlich auch schon, ja, ich sehe schon, also, ich sehe schon. Okay, alles klar, weißt du Bescheid. Schön, dass man das den Menschen heutzutage schon ansieht, dass sie zum Beispiel in der Schulzenhöhe wohnen. Was ist eigentlich diese Oberschule? Wir haben Realschule, Gesamtschule, Gymnasium und Sonderschule. Also eine Oberschule ist eine ganz normale,
ja, wie beschreibe ich das am dümmsten? Also sowas in Anführungsstrichen Besseres. Also, ne, also, naja, besser als die Grundschule, aber so Oberschule ist so Hauptschule und Realschule gemeinsam, also zumindest das, was ich bekommen habe. Grundschule ist halt das alles unter, mit einschließlich 6. Klasse und Förderschule ist noch komplett was anderes. Gymnasium ist halt Gymnasium, ne? Und wir haben halt eine Grund- und Oberschule. Und Oberschule, denke ich mal, ist nur gefährliches Halbwissen, die Oberschule betrifft halt Haupt- und Realschule zusammen irgendwie, denke ich mal. Weiß jetzt nicht, was eine Gesamtschule ist, wahrscheinlich genau das gleiche wie eine Oberschule. Aber wie gesagt, gefährliches Halbwissen. So, nach 1000 Kilometer, Jungs, Mädels. Grundschule geht bei euch bis zur 6., bei mir nur bis zur 4. Also ich hab's in Berlin bis zur 6. Und dann ging die Oberschule bzw. Gymnasium weiter. Ich muss mal gerade was gucken. Habe ich das Schild mitgenommen? Nee, wa? Nee, gut, sah so... Das Schild hätten wir beinahe mitgenommen. Eine Gesamtschule ist eine Mischung aus allen weiterführenden Schulen. Okay. Wie gesagt, gefährliches Halbwissen. Es gibt ja auch Unterschiede zwischen Berlin und Brandenburg, was jetzt ein erweiterter Berufsausbildungsabschluss und Realschule oder Hauptschulabschluss ist. Hier gibt es so viele, ja. Egal, nicht drüber aufregen. Wo fahren wir denn jetzt lang? Ach ja, wir fahren jetzt mal hin und her und ach ja, okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Ich spreche aus Erfahrung. Okay, ja, naja. Reicht das hier vielleicht schon? Mal gucken. 21 Stunden noch bis zum Ziel. Einmal müssen wir noch schlafen. Das machen wir wahrscheinlich in Östersund. Erweiterte Berufs... Ja, leck mir doch am Arsch. Ich weiß doch nicht, wie das heißt. Das ist halt... Das ist typisch Berlin, ja. Ja, ja. Also einmal schlafen können wir noch mindestens. Ein zweites Mal, naja, mal schauen. Ah, ich wollte gerade bremsen. 680 Euro. Die Schweden, die kassieren aber auch Kohle ohne Ende. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Beziehungsweise, ja, siehst du, mittlere Berufsbildungsreife gibt es auch noch. Ja, es ist, das ist allein der Unterschied zwischen Berlin und Brandenburg. Also in Brandenburg, also so wie ich es kennengelernt habe, heißt es einfach nur Hauptschul- und Realschulabschluss. Ja, ich habe einen Realschulabschluss. Es gibt noch irgendwie Bezeichnungen von FOR und FORQ. FORQ ist irgendwie der Abschluss mit gymnasialer Weiterempfehlung oder also für Abitur und ähnliches. Und FOR ist, glaube ich, gefährliches Halbwissen, FOR ist, glaube ich, der normale Realschulabschluss. Also ich habe also inzwischen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. So, ich habe mal kurz eine Frage. Wir haben jetzt nur noch eine Stunde bis eine Stunde für. Schaffen wir jetzt? Wir schaffen es wahrscheinlich nicht bis nach Östersund, ne? Weil dann würde ich jetzt hier mal kurz schlafen, weil so schnell kriegen wir auch keinen Parkplatz mehr, außer hier vorne. Das würde 2 Stunden alleine dauern, der Fahrtweg. Gut, dann legen wir uns jetzt hier nochmal schlafen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns jetzt hier schon schlafen legen. Wir sind ja gerade mal ein paar Orte weitergekommen. FOR, Fachoberschulreife. Wir haben Realschulabschluss, Hauptschulabschluss und ja. So, wir machen mal den Aussichtspunkt. Realschulabschluss, Hauptschulabschluss und Realschulabschluss für die gymnasiale Oberstufe, genau, FORQ. Oder hieß der FOR Plus oder FOR Plus oder FORQ? Ich glaube Q hieß der. Also gab es noch irgendwie so. Ja. Hattest du mal einen Unfall im Dienst gehabt? Ja, schon öfters.
Also sowohl Eigenverschulden als auch Fremdverschulden. Die norwegische Flagge sieht irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, aus. Irgendwie hat sie sich nicht dieses knallende Rot. Die hat so ein bisschen. Ja, es fehlt irgendwie dieses knallende Rot irgendwie. Keine Ahnung. Also natürlich erkennt man, dass die norwegische. Wurde ich in Norwegen geblitzt und die haben hier 640 Euro abkassiert? Ey, die Skandinavier sind ja krank. Also sowohl Schweden als auch Skandinavien. Also sowohl Schweden als auch Skandinavien. Das sind Vergleiche. Ach Gott. Als auch Schweden, meinte ich. Ich fahre mal ganz kurz rückwärts. Also bei uns heißt der FORQ, Fachoberschulreifen mit Qualifikation, alles ab der 10. Genau. Hey, Moment. Warte mal, ich konnte doch gerade hier noch eine Pause einlegen. Ist der mir gerade schon wieder abgesoffen? Ich stehe da auf der Kupplung drauf. Aua. Eine Ruhepause. So. Also, okay. Wie sieht's denn aus mit unseren Fahrern? Einer ist in Dänemark, Aros, der fährt nach Berlin. Mach mal erstmal hochwertige Fracht, bitte. Und du genauso. Wir brauchen erstmal Geld. Und du fährst von Brüssel nach Berlin. Ihr fahrt immer nach Berlin, ne? Kann das sein? Na ja, gut. Gut, also ihr nehmt Kohle ein, das ist super. Von Brüssel nach Berlin für 336. Von Brüssel nach. Da machen wir doch Minus! Das sind doch mehr Spritkosten als über. Willst du mich verarschen oder was? Genauso wie hier, von Graudenz nach Berlin. 525? Da machen wir doch mehr Minus. Hier mit 1000 und so, ja, okay, kann ich mir noch. 300! Lass dich abspeisen lassen hier. Globet hackt. Martin. Achso, das war ja gerade Martin, Entschuldigung. Kollege, 4.500 für deine erste Tour? Ah, nee, Tag 8, okay. 5.000, 3.000, aber das hier, das ist fast ein Kündigungsgrund. Minus. Das ist fast ein Kündigungsgrund. Ja? Von Aalborg, von Niederlande, da haben wir nicht nur Minus gemacht, da haben wir Minus gemacht, weil die Spritkosten, Wartungskosten hast du nicht gesehen. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 nur Minus machen wir. Ja, hier ist alles so ein bisschen kaputt, ne? Also, Verschleiß. Verschleiß. Reparaturkosten. Das ist so asozial. Ich mache das Fahrzeug kaputt und. 400 Liter. Okay, ZF12. Okay, 2500. Okay, 560 PS, nicht schlecht. 6x4. Ja. 6 Räder mal 4 Antriebsachsen. Okay, interessant. Lenkung links. Okay, Active Space super. Okay. Und ist eine Strahlesbaureihe. Man lernt auch noch ein bisschen was kennen, ne? Ich weiß ja nicht, was ich hier als nächstes mache. Wahrscheinlich zerbrechliche Fracht. Oder Just-in-Time-Lieferung. Mal gucken. Vielleicht auch beides. Muss ich überlegen. Sparsam. Pff, das machen wir erst, wenn wir unseren eigenen LKW haben. Und das dauert noch ein bisschen.
Gut, Kollegen. Wir hatten hier den Scheibenwischer angemacht. Bin da im Schlaf hochgekommen oder was? So. Für YouTube geht es in der nächsten Folge weiter. Ich verabschiede mich für diese Folge. Wir haben... Achso, ich sollte mal ganz kurz vorfahren. Hallo? Ich dachte schon, der schaltet ja nicht mehr. So, wir kommen Sonntag 16 Uhr an. 16 23 minus 16 sind, ganz kurz rechnen, 7 Stunden. Ne, 24 minus 16. Ja, sind 8 Stunden. Das heißt, wir müssen eine Stunde eigentlich gut machen, mindestens. Dann können wir noch einmal schlafen. Wir haben Samstag. Einmal schlafen muss mindestens noch sein. Das müssen wir wahrscheinlich in Sandeswall machen. Und dann würde die Zeit nicht mehr ausreichen. Dann müssen wir einmal schlafen und dann müssen wir schon ankommen. Bin übrigens letztens mit einem Linienbus mitgefahren. Der hat mehr als 400 PS und 10 Liter Hubraum. Cool. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich hier rausfahren muss. So, dann fahren wir mal ein erneutes Stück mit der Fähre, ne? Oh, da ist mir der Motor aus Versehen ausgegangen. Schlecht. Habe ich keine Servolenkung mehr. Muss ich ein bisschen was für die Arme tun, ne? So. 20 Minuten, 75 Euro. Der war von Mercedes-Benz, ein C2 Gelenkbus, Baujahr 2020. Und hate, Entschuldigung, ich lese es mit Absicht falsch vor, den Reisebusmotor, beziehungsweise die, ich glaube, größte Maschine drin, die es für ein C2 gibt. Cool. Also, das ist auch dieses typische Iveco-Lenkrad, ne? Ja, nicht ganz typisch. Das mit denen, ja, der Musik und, ja, das ist doch ähnlich. Ja. Weiter, okay, Anruf annehmen, ja, es ist doch gleich. Dann der Tank. Bin mit dem Ding hier schon 1500 Kilometer gefahren und guck mir das jetzt erst richtig an. Motortemperatur ist, die wird gleich heißer. Ja, cool. Also, naja, ist Iveco, ne? Also. So, wir müssen ein bisschen Zeit jetzt rausprügeln hier. Einer der neuesten, übrigens Deutschland mit dem, wurden nur 3 weiter ausgeliefert bisher. Oh, cool. Ist ja doch eine Rarität. Aber kein Unfall.
Obwohl ich die Polizei mit dir noch habe, okay. So, ich habe gerade gehört, ein Kollege hat hier wohl gerade Minus gemacht. Ja, gibt eine Abmahnung. Ganz klar. Du gibst eine Abmahnung. Der Rest konnte nicht ausgeliefert. Ich vermute wegen Teilnahmemangel. Ja, gibt immer irgendwelche Gründe. John, du hast eine Abmahnung. Also Leerfahrt ist hier nicht. Also wir sind hier kein Unternehmen, wo wir Minus machen. Ja. Freundchen, das ist eine Abmahnung. Ja, gibt noch eine zweite Abmahnung und dann kommt die Kündigung. Ja, damit es klar ist. Ja. Minus 1000, also über 1000 Minus ist hier nicht. Ja. Wenn du hier in der Firma, pass auf mal, hör mir zu. Ja. Wenn du hier in der Firma arbeiten willst, ja, dann kannst du nicht einfach eine Fahrt abbrechen. Das geht so nicht. Ja, jetzt kommt der Berliner aus mir raus. Pass auf, mein Freund. Ja, wie du mit mir hier umgehst, wie du mit der Firma umgehst, ja. Kann doch nicht wahr sein hier. Minus 1400. Sag mal, hast du denn alle Tasten im Schrank? Soll ich dir von meinem Lohn abziehen oder was? 1400. Ich glaube, betagt. Bei 182 Euro. Gut, da habe ich noch nichts gesagt. Ja, war zwar auch kacke, aber meine. Aber 1400. 1400. Nee, also das gibt eine Abmahnung. Ist klar. Das gibt eine Abmahnung. Marvin, guck nicht so. Das gibt eine Abmahnung. Ganz klar. Zweite Abmahnung und dann hat er die Kündigung drin. Freundchen, wenn die nächste auch Minus ist, Alter, dann hast du schon direkt die Kündigung, ja? Das ist eine fristlose Kündigung. Also, das ist, hier, guck mal, guck dir mal den Fahrer an, ja? Guck mal, der hat hier nur Plus auf der Liste, ja? Der hat hier zwar auch mal eine Fahrt von 525 und 336, ja? Sag ich auch nichts, aber Minus. Und das schon zweimal, mein Freund. Zweimal. 182, okay. Ja? Aber hier. Nee, so nicht. Das gibt eine Abmahnung. Das verspreche ich dir. Du hast morgen was im Briefkasten. Ich glaube, betagt. Ich bin der Einzige hier, der sich den Arsch für die Firma aufreißt, ja. Ja, der hier richtig Kohle drin scheffelt, hier mit Natur von, ich weiß nicht, 40.000 Euro, ja. Und der Kollege denkt sich hier auch, naja, ich bin gerade leer von Brüssel nach Dings gefahren, ne? Pff, hab nichts gefunden, ja, dann wartest du halt. Und wenn du halt über Brüssel, über Amsterdam nach Hamburg, nach Berlin fährst, ja, Hauptsache du fährst nicht leer. Meine Fresse, ey, das, was der sich schon wieder für eine Frechheit rausnimmt. Gerade mal eine Woche und direkt schon Abmahnung, also, Freundchen, du bist noch in der Probezeit, ich würde aufpassen, was du machst. Mann. So, Marvin, du hast mir ein Foto geschickt, glaube ich, ne? War das Marvin? Irgendjemand hat mir per Instagram was geschickt. Der hat mir sowohl ein Video gesendet, also ich gucke mir erstmal das Foto an. Aha, du bist gerade irgendwo bei der S-Bahn? Okay. Ah, Rammstein-Konzert, ja, nice. So, wir müssen ein bisschen Zeit einholen. 16 Uhr hatte ich gesagt, Ankunft. Müssen wir jetzt ein bisschen Zeit prügeln. Wir haben Verspätung. Sie sind der erste Polizist, der spät kam. Ich habe ihn noch nie erlebt. Alle anderen Brüche waren immer pünktlich. Sie sind der Erste, der zu spät kommt. Man kennt's. Ich bin der Einzige, natürlich. Immer. Andere Kollegen sind nie zu spät. Ich bin der Einzige, der immer zu spät kommt. Mache ich natürlich auch mit voller Absicht, ganz klar. Ich meine, wer macht nicht aus Spaß? Einfach mal, bleibt mal kurz 20 Minuten an der Haltestelle stehen, ne? Also. Wer macht das nicht? Oder wer verursacht denn den Stau? Kann doch nur der Busfahrer gewesen sein. Der erzählt mir da was von, der ist im Stau und Quatsch, dabei hat der doch den Stau verursacht. Mann.
Jetzt erzählt der Busfahrer mir, da war ein Radfahrer. Ach komm, halt doch, sei doch mal ruhig. Da ist doch kein Radfahrer vor dir gewesen, ja? Ach komm, ja, als ob du nicht überholen hättest können. Ja, genau. Jetzt kommt er hier mit den ganzen Ausreden. Was kommt als nächstes? Hat der Bus sich einmal überschlagen oder was? Ja, genau. Komm. Das Foto ist vom Konzertende, habe ich noch nie so. wenn du noch nie so vollen Bahnhof gesehen hast, dann musst du mal aufpassen, was auf dem Konzert teilweise, also auf dem Splash-Festival los war. Da war einiges, gefühlt einiges mehr los. Aber ja, solche überfüllten Bahnübergänge kenne ich. Immer diese Busfahrer, die lügen. Busfahrer lügen andauernd. Ja. Gibt auch Busfahrer, die fahren mit Absicht, mit voller Absicht zu früh von der Haltestelle her. Ich bin noch nicht mal an der Haltestelle her. Die fahren mit voller Absicht. Mit voller Absicht fahren die da mit Verfrühung, ja. Der Bus hat 25 Abfahrt, ja. Der ist schon 24 abgefahren, ja. Laut meiner Uhr, meine Uhr ist so penibel eingestellt, der ist zu früh, das gibt eine Beschwerde. Mit einer Minute zu früh von der Haltestelle. Nee, absolut, absolut, absolut. Also meine Uhr geht immer richtig. Als Busfahrer ist man immer... Nein, der Busfahrer ist doch nicht schuld. Der böse, böse Radfahrer war ja schuld. Der Busfahrer konnte ja den Radfahrer nicht überholen. Da ist ja ganz klar, da hat der Busfahrer mir ja gesagt, der Radfahrer ist schuld. Und dann stand er auch noch im Stau. Ja, genau. Komm, erzähl mir keinen Scheiß. Erzähl das deiner Oma, die hört sich dazu. Aber hier, mich brauchst du nicht anlügen, ja. Verspätung. So was habe ich noch nie erlebt. Verspätung, Bus. Jetzt verpasse ich wegen dem Idioten, wegen dem Busfahrer, weil er einfach nicht fahren kann, verpasse ich meine Bahn. Ja. Die übrigens auch verspätet ist, aber das ist jetzt egal. Ja, da verpasse ich meine Bahn. Ja. Was erlaubt sich der Busfahrer? Ja, natürlich könnte ich einen Bus früher fahren, ja, aber ich habe es ja noch nie erlebt. Ich habe es ja noch nie erlebt, dass ein Bus, hier, siehst du, so ein Busfahrer ist ein richtiges Arschloch. Der lässt immer andere vor, der denkt nie an sich selbst, ja. Busfahrer sind immer Egoisten, ja, die müssen an sich selbst denken, ja. Machst du eigentlich Umsatz, wenn du immer so viel Pfand findest? Ich finde gar keinen Pfand. Also du meinst jetzt wahrscheinlich, was ich immer auf LCV finde und sonst schmeiße ich alle den Müll. Ha, ich verdiene noch genug. Ha, ich kriege ja auch über Twitch immer eure Spenden. Ich verdiene noch genug Kohle. Ha, als ob ich die 25 Cent brauche. Ha, ha, ha. Der Busfahrer ist schuld, dass ich nicht schlafen kann. Ich kann mich auch gerne stumm schalten. Guck mal, wir hatten auf dem Konto fast 150.000. Die Blitzerfotos von mir, ja, die beachten wir jetzt mal nicht, ja. Und jetzt hat der Kollege da einfach Minus gemacht. Einfach so, ja. Mann. Kein Wunder, also der ist in der Probezeit, der hat eine Abmahnung, ey. Noch eine zweite Abmahnung und dann kommt die Kündigung, sag ich dir. Macht der hier Minus. 5.000, also Spritkosten hast du ja nicht gesehen, da sind ja nicht nur, da kommen 5.000 Euro nicht zusammen, aber 2.500 Euro kommen da schon zusammen. Und Sprit ist ja aktuell nicht gerade das Billigste, ne? Mann. Hopp, wir fahren fast 100, obwohl nur 70 erlaubt sind. Wieder ein Kreisverkehr. Sag mal, besteht Skandinavien nur aus Kreisverkehren oder was? Mein Jude ist mir angenehmer als eine Ampel, ja, aber trotzdem. Oh. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Und was ist, wenn nicht? Ich halte Marv davon ab, zu zocken. Ich halte Marv davon ab, zu schlafen.
Ganz klar. Wollte ich nicht eigentlich die YouTube-Folge beenden? Stimmt, dann waren wir auf dem Aussichtspunkt und dann habe ich vergessen. Ja, toll. Pass auf. Oder? Warte mal, schauen wir das in der Folge jetzt noch, dass wir darüber... Nee, war wahrscheinlich nicht. Nee. Dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier und jetzt die Folge. Ja? Weil ich es mal wieder vergessen habe. Und dann wird die nächste Folge wahrscheinlich irgendwie so 40 Minuten oder so lang. Ne? Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Sag mal, bin ich nicht durch Lillehammer gefahren? Ich bin so ein Idiot, ne? Hier, den Ort hat er auch nicht mitgenommen. Junge, was eine Scheiße. Was eine Scheiße hier. Mich aber auch. Hab Urlaub, bin eh nicht müde. Ja, wieso lügst du mich denn jetzt an? Du schreibst erst, der Busfahrer ist schuld, dass ich nicht schlafen kann. Und zwei Minuten später schreibst du, hab Urlaub, bin eh nicht müde. Das ist doch ein Gegensatz. Also, warum lügst du mich denn jetzt so an? Was soll denn das? Das klären wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Auf Wiedersehen.